Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier im Studio den Daniel. Daniel ist da und ich bin der Sashi, das kennt ihr ja schon mittlerweile so ein bisschen. Und das Gute ist, wenn der Daniel da ist, dann sehe ich total dürr aus. Das ist voll geil. Ja, genau. Ja. Wir haben heute den 5. Juli. Am 5. Juli haben wir auch ein prominentes Geburtstagskind. Und das prominente Geburtstagskind ist Nicola Kiefer. Kennst du Nicola Kiefer? Kenn ich. Nicola Kiefer ist ein Tennisspieler. Ja. Ist das so ziemlich alles, was ich über ihn weiß. Ja. Sieht ganz gut aus. Ne? Ja, ist ein ganz netter. Ist 1977 geboren. Ist halt ein Ticken jünger als wir beide. Mhm. Aber nur ein bisschen. Ja. Also der ist relativ. Ja, ist schon Womanizer, oder? Ja, ein bisschen. Wenn ich Frau wäre. Ja, geht so. Ja. Aber am 5. Juli ist auch noch was passiert. Ja, das hast du auf deinem, ja, auf der Pfanne. Und zwar am 5. Juli ist das Klonschaf Dolly geboren worden. Das erste Schaf, was geklont wurde aus der Eizelle eines schon vorhandenen Tieres. Also irgendwie, ja, hat den Anschein von dem Bauen von Ersatzteilen. Also für mich jetzt so, ja. Obwohl, als ich damals zum ersten Mal gehört habe, Klonschaf Dolly, da habe ich Klon gelesen, da ist mir dieser saublöde Spruch in den Kopf gekommen, aus der Lehrzeit. Ja, jede Firma hat einen Klon, die Firma Merz. Die hat den John. Das war so. Ja, der andere Auszubildende in unserer Firma hieß John mit Nachnamen und ja. Ach so, ja, jetzt verstehe ich gerade. Ja, Klon, alles klar. Klon. Klon und John. Ja. Mhm, ja. Aber der John, lebt er noch? Der lebt noch, ja. Ja, ja, aber schade, Klon. John meine ich natürlich. John, schönen Gruß von hier, wenn du das siehst. Hat er nicht so gemeint. Weiß der John davon? Das weiß er mit Sicherheit. Da kann ja sein, dass es unter der Hand immer nur so gesagt wurde. Nee, doch, doch, das war schon. Am 5. Juli ist auch Nationalfeiertag in Venezuela. Okay, was warst du schon mal in Venezuela? Leider noch nicht, würde ich gerne mal hin, aber ja, bis jetzt noch nie die Kohle für gehabt. Naja, man kann ja auch einfach mal schwarz fahren oder so. Ja, könnte man mal machen. Ja, ist auf dem Schiff? Containerschiff, schön schwarz. Ja, genau. Als Container getarnt, die Figur hätte ich. Ja. Könnten wir mal probieren. Ja, du als Container getarnt, wenn du dir irgendwas einfüllen wolltest, ist doof, ne? Ja, nee, das nicht, aber so vom CW-Wert kommt es ungefähr hin. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und aber auch am 5. Juli ist auch Folgendes passiert. Und zwar 1954, Elvis Presley hat in Memphis, Tennessee den Song That's Alright Mama aufgenommen, ja, und wurde damit direkt zum Rockstar. Also das war so der Beginn, der erste Song, der im Studio aufgenommen wurde, und da ging's los. Ja, also Elvis Presley kennt man ja, ist ja relativ bekannt. Ist, ne? Ja, ist ja. Mir schon mal. Und heißt ja The King. Warst du Fan von ihm? Oder ist das zu alt? Zu lange her? Vor meiner Zeit, ja. Ich fand ihn immer gut. Also, obwohl es eigentlich auch vor meiner. Natürlich, wenn es vor deiner Zeit war, war es ja auch vor meiner Zeit. Ja, normal. Ja. Wollen wir mal festhalten hier. Aber ich war trotzdem immer Fan von ihm, habe immer die ganzen Sachen von ihm. Ich fand die Filme so cool von ihm, weil in den Filmen kam der so rüber wie ich immer gern gewesen wäre, es aber nie geschafft habe. Wie ist er denn? Wie wärst du denn? Ja, das war so wo wir gerade die Sprache von einem Womanizer hatten. Das war immer so, man fährt mit einem weißen Cabrio durch die Gegend und singt halt toll und die Mädels schmelzen dahin. Das war einfach, dachte ich, oh, da musst du hin. Kannst du singen? Um Gottes Willen. Ja. Das lassen wir lieber. Ja, ja. Ja, das war der 5. Juli. Am 5. Juli habt ihr jetzt ganz viel Angeberwissen bekommen. Elvis Presley hat hier, wie heißt es nochmal? Ist er gesungen? Alright, that's alright, Mama. That's alright, Mama, hat er aufgenommen. Und hier Venezuela Nationalfeiertag. Und Nicola Kiefer hat Geburtstag. Aha. Und hier, was hast Klonschaft, du da? Dolly. Genau, das Klonschaft. Und Dolly. Mein Kollege, der John. Und der John ist natürlich auch noch am 5. Juli ganz wichtig. Jetzt könnt ihr rausgehen in die Welt und könnt das Abenteuer, Angeberwissen mitnehmen an die Theke und könnt irgendwas aufreißen, weil ihr da natürlich schlau seid. Ja, und morgen könnt ihr wieder reinschalten. Morgen ist der 6. Juli. Und ich sage Cheerio, Miss Sophie. Haut rein, Jungs.